Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist ein großer Tag. Zumindest für mich ist heute ein großer Tag, weil heute habe ich zum ersten Mal gehört, dass jemand von der Wiedergeburt Jerusalems predigt. Und zwar nahezu alles, was man über dieses Thema sagen kann. Also alles, was irgendwie notwendig ist, um das Thema der Wiedergeburt Jerusalems verstehen zu können, hat dieser Mann in eine Predigt gepackt. Und die Tonspur, die zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss, das ist ein Herr Johannes Ramel. Der kommt aus Niederösterreich und war wohl katholischer Priester, hatte in Wien eine Pfarre und ist dann zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Musste dann aus der katholischen Kirche raus, hat dann, ich glaube, irgendwo gearbeitet auch. Ich muss mich da auch selber jetzt erstmal noch informieren. Ich bin so fröhlich darüber. Das hat mir eine liebe Glaubensschwester zugeschickt. Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Die Predigt ist wohl aus dem Jahr 2022. Ich blende euch das auch gleich ein. Aber das ist was ganz Großartiges. Ja, dass jemand, der, naja, eigentlich Theologe ist, ja, und Jesus Christus gefunden hat, das so ausführlich in einer Predigt predigt, habe ich noch nie gehört. Und ich bin ja seit vielen Jahren eigentlich dabei, dieses Thema irgendwie publik zu machen. Und ich habe mich so gefreut, ja, dass das jemand so deutlich predigt und so viele Bibelstellen dazu nimmt. Und ich habe mich auch gefragt, ob der seine Zuhörer da nicht komplett überfordert hat mit dem ganzen Thema. Ja, das müssen Zuhörer müssen das ja auch nachvollziehen können. Also ich glaube, dass da irgendwo in Österreich sind ein paar Geschwister, die sind ganz, ganz gut informiert. Ja, ich freue mich da sehr drüber. Und weil ich mich so sehr freue, habe ich gedacht, ich lasse euch da an der Freude einfach teilhaben. Mache ein kurzes Video dazu und lade das hoch und dann hört euch das gerne an. Ich freue mich für den Bruder Johannes Ramel. Vielleicht gibt es mal einen Kontakt mit ihm. Ja, mal gucken, ob ich den irgendwie kontaktieren kann. Und naja, ich freue mich einfach darüber und wollte euch gerne daran teilhaben lassen. Und blende euch hier mal ein, was ich dazu vorliegen habe und auch die Tonspur von der Predigt und wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuhören. Wir haben in der Einleitung und zwischendurch immer wieder auch gehört, was der Herr an uns tut, was er aus uns macht. Und dadurch dürfen wir um unsere Identität wissen, die er uns bildet. Es ist ja beeindruckend, wenn manche sich vorstellen, dass sie ein Von sind, also ein Adelige. Adelige, das heißt, die ganze Generation dieser muss eine gewisse Geschichte haben, die eine Stabilität hat, eine Zuverlässigkeit, ja, eben was Edles hat. Aber wir sind nicht von, sondern wir sind aus Gott geboren. Wenn wir aus dem Johannes-Evangelium da hören, wir wollen diese Kontraste beachten im Johannes-Evangelium Kapitel 1, Vers 13, die also nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Diese vielfache Verneinung vorher, es geht nicht über den Weg eines Blutes, einer Blutsverwandtschaft, es geht nicht über den Weg eines Willens, menschlichen Wollens, auch nicht eines Willens eines Mannes, der ein Kind zeugt, aus Gott geboren. Und Gott hat sich dem Abraham geoffenbart in einer stillen und liebevollen Weise, indem Gott ihm zu Herzen spricht und ihm sagt, was er zunächst
tun soll. Es ist eine Aufforderung, einen Weg zu gehen, woanders hinzugehen, aber sich leiten lassen von Gott, wo er hingeht. Und das Erstaunliche dabei ist, Gott gibt ihm gewaltige Verheißungen. Du sollst Vater vieler Völker werden. Du sollst ein Segen sein. Und alles, was da Gott an Verheißung einem Abraham gibt, kann Abraham nicht hervorbringen. Noch dazu ist seine Frau unfruchtbar. Es wird ihm verheißen, dass er eben solch einen Sohn des Segens haben wird. Aber die Frau ist unfruchtbar. Menschlich unmöglich. Schauen wir, wie der Römerbrief Kapitel 4, Vers 18 das zusammenfasst. Er, nämlich Abraham, hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt. Wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt. Dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Die Heimtücke ist, der Mensch ist bereit zu glauben, nämlich alles das, was möglich ist, aber nicht das, was nicht möglich ist. Er zweifelte nicht durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Er gibt Gott die Ehre und völlig überzeugt war, dass er, nämlich Gott, das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Darum wurde es ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Darin wurde Abraham ein Gerechter, indem er Gott zutraut, dass er das macht, was er sagt. Obwohl menschlich gesehen es nicht möglich ist. Das ist der rettende Glaube. Der Glaube, wo wir nichts beitragen können von dem, was angesagt wird. Da erlebt der Mensch tiefe seine Ohnmacht, seine Kraftlosigkeit. Und meine Lieben, erschrecken wir da nicht, sondern genau dort will Gott uns hinführen, dass wir solch eine Kraftlosigkeit in unserem Leben erleben. Und dann fragt uns Gott, schaust du nur auf dich oder traust du mir zu, dass ich dich führe, was nicht möglich ist? Wir sehen ja auch der andere Versuch, wie Hagar, sie gibt ihrem Mann eine ägyptische Frau, er soll mit ihr ein Kind zeugen. Ja, es wird auch da ein Kind geboren, Ismael, nämlich Gott hört, aber es ist nicht der Sohn der Verheißung. Es sind nicht die Verheißungen drauf. Und das ist jetzt die zweite Heimtücke, dass wir manchmal nachhelfen wollen im Glauben, indem wir etwas tun, damit das geschehen möge. Aber die Heimtücke ist da, da wollen wir also Mittäter sein.
nämlich auch für unsere Errettung und Erlösung. Aber wir können keine Mittäter der Erlösung sein. Und da kommen wir in diese Ohnmacht. Aber in dieser Ohnmacht ist jetzt die nächste Gefahr, dass wir darüber zu murren beginnen, dass das alles nicht möglich ist. Sondern wir sollen von Abraham lernen. Er gibt Gott die Ehre. Und sagt, ich traue dir zu, was du sagst. Und ich kontrolliere nicht ständig, ob du das machst. Ich traue es dir zu. Du wirst es zu deiner Zeit tun. Und das ist der Glaube, der rettet. Dass Gott aus seiner immensen Liebe heraus Großes vollzieht, dass Segen entsteht. Abraham wird ein Segen für viele Völker. Er wird der Vater vieler Völker. Er wird der Vater des Glaubens. Das alles. Obwohl er nichts beitragen kann. Und gibt Gott die Ehre. Er hat sich nicht gerühmt, dass er dazu auserwählt wurde. Er gibt Gott allein die Ehre. Und da wurde er ein Gerechter. Das wurde ihm als Gerechtigkeit. Gerecht heißt, dass wir richtig jetzt liegen, richtig jetzt handeln, richtig jetzt denken, richtig jetzt glauben. Gehen wir in das Neue Testament und da kommt die Botschaft an Maria. Siehe, du wirst schwanger werden. Lukas Kapitel 1, Vers 31. Und einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jesus heißt, Jahwe rettet. Dieser wird groß sein, Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Sein Reich wird kein Ende haben. Das Reich Gottes beginnt mit ihm. Diese Botschaft wird Maria gegeben. Und wieder ist es so eingeteilt, aber ohne dass ein Mann dabei beteiligt ist. Ohne Kraft des Mannes, also nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, aus Gott geboren. Der Sohn, er ist vom Vater, er ist aus Gott geboren. Was heißt das, aus Gott geboren? Meine Lieben, das heißt, dass alle unsere Wurzeln, alle unsere Abstammung, all unsere Quelle von Gott her ist. Und er überträgt jetzt diese ganze Ehre und Herrlichkeit über uns. So sind wir solche aus Gott Geborene. Ein Nikodemus kommt in der Nacht zu Jesus. Johannes Kapitel 3, Vers 1. Es war ein Mann unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Also er war im Hohen Rat. Als damals der Hohe Rat den Beschluss fasste, dass Jesus zu Tod verurteilt werden soll, hat er nicht dafür gestimmt. Und er hat dann nach dem Tod Jesu mitgeholfen, dass er in Würde bestattet wird. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Wir wissen, das heißt, es ist uns klar, und er spricht in der Mehrzahl,
nämlich der gesamte Hohe Rat, weiß, dass er ein Lehrer ist, ein Rabbi. Und dass er von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Dieses Wissen ist in Nikodemus. Und das gibt er mit Gewissheit wieder. Und ab diesem Augenblick führt Jesus ihn weiter. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es geht wieder um das Reich Gottes. Es geht um ein Geborenwerden. Aber von neuem geboren oder von oben geboren, geboren sein. Ohne dem kannst du nicht das Reich Gottes sehen, schon gar nicht ins Reich Gottes kommen. Für Nikodemus wieder eine Situation der Unmöglichkeit. Ich kann meine Geburt nicht wiederholen. Jesus führt ihn in Vers 14 noch weiter. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Schlange in der Wüste wurde aufgerichtet, weil die Menschen von Giftschlangen gebissen wurden und dieses Gift tödlich ist. Und das ist die Situation der gesamten Menschheit. Sie sind von dieser Schlange vergiftet worden und darum ist es ein Leben zum Tode. Und dieses Signal, das da aufgerichtet wird, die Menschen sollen aufblicken auf dieses Signal und sie werden überleben. Sie werden leben und nicht sterben. Sie können zu ihrer Rettung nichts beitragen, wieder nichts beitragen. Wie er sagt, aufschauen und er wird gerettet sein. Und so ist diese Aufforderung für uns, dass wir auf den, der am Kreuz erhöht wurde, aufschauen und so errettet. Wir geben Gott Recht, die Ehre, was er tut und trauen ihm zu, was er spricht und verheißt, nämlich uns ewiges Leben zu geben. Meine Lieben, es geht darum, dass wir äonisches Leben haben und ewiges Leben hat nur Gott. Niemand anderer hat ewiges Leben. Allein Gott hat es. Und als Jesus öffentlich wirkte, erkannten die Menschen, in ihm war das Leben schlechthin. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Leben aus Gott ist das Licht der Menschen. Und er hat dieses Licht gebracht, nämlich das Leben gebracht. Es geht um das Leben. Wir sollen das Leben suchen, das ewige Leben. Und zwar durch Glauben. Es geht nur durch Glauben. Wer an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Es ist wieder dieses total ausgeschlossen sein, da was mitwirken zu können. Aber es ist ein gewaltiges und das fasst unser ganzes Sein, unsere ganze Existenz, ja, möchte sagen, unsere ganze Kraft umfasst das.
nämlich im Glauben. Merkt ihr, unser Glaube muss uns ganz erfassen und ganz kommen sein. Wir glauben nicht nur ein bisschen. Wir glauben mit unserer gesamten Existenz ihm. Das ist das Um und Auf. Und das führt zum Leben. Also so deutlich wie bei Abraham wird es gezeigt. Und damit wir das nie verwechseln oder verwischen. Und deutlich wie der Menschwerdung Jesu. Er, der das Leben ist und gekommen ist und damit Licht gebracht hat, er muss erhöht werden. Das heißt, für uns den Tod überwinden, um das Leben offenbar zu machen. Meine Lieben, und wir wollen jetzt weitergehen. Und Gott will, dass sie das Leben haben und in Fülle haben, und zwar alle Menschen und in aller Zukunft. Und so hat Gott schon im Alten Testament davon gesprochen, nämlich von einer Wiedergeburt, eben von dieser Geburt von oben. Hesekiel Kapitel 11, Vers 19. Und ich will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben, ein hingebendes nämlich, damit sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechtsordnungen bewahren und sie tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ein neues Herz, einen neuen Geist sollen wir bekommen. Das ist eben ein totales Austauschen unserer Existenz, damit wir überhaupt in den Satzungen Gottes wandeln können und seine Rechtsbestimmungen bewahren können und so wir sein Volk sein können und Gott unser Gott ist. Das Glauben an einen Gott rettet noch nicht. Das haben die Dämonen auch. Sondern es muss dein Gott werden. Mein Gott und mein Herr, sagt Thomas, als er niederfällt und anbetet. Mein Gott. Und wir sind sein Volk. Wir gehören ihm. Hesekiel 36, Vers 26. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Das ist, was Gott hier verheißt. Und es geht wieder darum, rütteln wir nicht daran, was Gott verheißt, sondern antworten wir, indem wir Gott die Ehre geben und ihm zutrauen, dass er tut, was er sagt. Und wir so zur Gerechtigkeit werden. Gott hatte sein Volk schon hier bei Hesekiel auch verheißen. Und zwar auch in einer Situation, wo das Volk Israel durch Heidenvölker überfallen wurde, ausgebeutet, verschleppt wurde, versklavt wurde. Ja, wo also mehr oder weniger alles in den Tod ging. Hesekiel 37, 5. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen, nämlich die bereits gestorben sind. Siehe, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Gott ruft den, der tot ist, dass er lebendig wird.
Wir sind vom Tod zum Leben gekommen. Wir haben nicht unser Leben evolutionsmäßig entwickelt zum Göttlichen, wie die weltliche Seite tun will. Es gibt keine Evolution. Es gibt ein Leben vom Tod zum Leben. Und diese Übergänge, die kann nur Gott, der kann nicht der Mensch. Dass ihr Leben lebendig werdet. Oder 2. Könige, Kapitel 19, 3. Und sie sprachen zu ihm, so spricht Hiskia, das ist ein Tag der Not, dieser König Hiskia, und der Züchtigung, einen Tag der Schmach. Denn die Kinder sind bis zum Durchbruch gekommen, aber da ist keine Kraft zum Gebären. Das Volk Israel bei Hiskia wurde belagert von mächtigen Heeren, und zwar mehrere Gruppen, wie es dann in der Endzeit auch wieder passieren wird. Und es war aussichtslos, dass Hiskia jetzt noch was unternehmen könnte, um gegen diese Feinde aufzutreten. Aber das Sonderbare war, über Nacht sind sie abgezogen. Sie haben alles liegen lassen. Und es waren tausende Toten bei dem Feind. Sie sind aber nicht zur Wiedergeburt gekommen. Damals war es keine Wiedergeburt. Während dieser Belagerung bei Hiskia. Das Volk war momentan ratlos, haben dann aber eine Bewahrung erfahren. Aber sie sind die Alten geblieben. Am Pfingsttag ist es anders geworden. Der erhöhte Christus sendet den Geist. Und tausende von Menschen gehen vom Tod zum Leben, werden lebendig, werden wiedergeboren. Aber das Erstaunliche ist, dass selbst ein Jesaja, Kapitel 66, ab Vers 7 davon redet, ehe sie wen empfand, hat sie geboren, nämlich dieses Volk, diese Stadt. Bevor sie Kindsnot ankam, wurde sie von einem Knaben entbunden, nämlich der Gemeinde. Was hat je so etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn Zion ist Jerusalem, hat wen bekommen? Und sogleich ihre Kinder geboren. Das war diese Geburt von oben, und zwar, sie haben ein ganzes Volk hervorgebracht. Die Wiedergeburt. Aber von dieser Wiedergeburt spricht Jesus auch in der Endzeit. In Markus Kapitel 13, Vers 8, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Wehen sind immer Geburtswehen. Und Jesus sagt, es ist ein Anfang der Wehen, noch nicht der Durchbruch, die Geburt. Aber das kommt. Und Micha, Kapitel 5, Vers 2, darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Und der Überrest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Kindern Israels. Sie werden sich wieder sammeln. Das sind die Wehen in der Endzeit. Jetzt möchte ich was sagen, was wir nicht gewohnt waren. Bevor Jesus Christus wiederkommt, wird noch solch eine Wiedergeburt in Jerusalem stattfinden, aber unter Geburtsbedingungen.
Schmerzen und der Geburtswehen. Zu Pfingsten waren keine Geburtswehen. Sacharja Kapitel 12, Vers 7. Und der Herr wird zuerst die Zelte Judas retten, damit der Stolz des Hauses David und der Stolz der Bewohner Jerusalems sich nicht über Juda erheben. An jenem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems beschirmen, sodass an jenem Tag der Schwächste unter ihnen sein wird wie David und das Haus Davids wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihm her. Es wird geschehen an jenem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem ausrücken. Er wird sie vertreiben. Aber da muss vorher eine Wiedergeburt in Jerusalem geschehen. Vers 10. Aber über das Haus David, über die Einwohner von Jerusalem, will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Es wird also ein zutiefst, in dieser Not, eine zutiefst große Gebetszeit eintreten, wo die Menschen Buße tun und schreien zu Gott. Die Einwohner von Jerusalem. Und so wird ein Geist der Gnade ausgegossen werden. Nämlich sie werden dann eine Wiedergeburt erleben, wie wir es in Offenbarung Kapitel 11 dann hören werden. Ich werde noch darauf zurückkommen. Aber in Sacharja Kapitel 13 steht, Vers 1, an jenem Tag wird für das Haus David, für die Einwohner von Jerusalem, ein Quell eröffnet sein wegen der Sünde und Unreinheit. Es bricht, so wie bei Hesekiel angekündigt, ein Quell des Heiles aus, nämlich wo Quell der Reinigung von Sünde und Schuld. Vergebung der Sünden, Reinigung geschieht in der Wiedergeburt. Und auch Joel spricht davon. In Kapitel 3, Vers 5. Und es wird geschehen, nämlich wenn Erschütterung kommt über Himmel und Erde. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein. Hören wir das richtig durch? Auf dem Berg Zion und Jerusalem wird Errettung sein. Das wird in dieser Endzeit eintreten. Wie der Herr verheißen hat, bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft, nämlich zu dieser Wiedergeburt. Und diese Errettung, diese Wiedergeburt wird, bevor der Antichrist auftritt, eintreten. Aber in großer Not, in größter Sorge. Sie werden angekämpft werden. Und Joel Kapitel 4, Vers 1. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Das ist zwischen Jerusalem und dem Mittelmeer. Er wird sie dorthin führen. Da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen,
wegen meines Volkes, meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Vers 6. Und ihr habt die Söhne Judas und die Söhne Jerusalems an die Söhne der Griechen verkauft. Erstaunlich. Nicht der Römer, der Griechen. Nämlich, es ist dieses System, was nach Alexander die Diadochen fortgesetzt haben. Die werden sich da so als Feinde nochmals erweisen. Das ist der Bereich, der jetzt sehr muslimisch ist, dieser ganze Bereich. Und sie vor ihrer Heimat zu entfernen. Vers 15. Sonne und Mond kleiden sich in Trauer und die Sterne verlieren ihren Schein. Und der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde zittern. Und der Herr wird eine Zuflucht für sein Volk und eine feste Burg für die Kinder Israels. Er wird in dieser Zeit eine Zuflucht für sein Volk. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der ich in Zion wohne, auf meinem heiligen Berg. Jerusalem aber wird heilig sein, Fremde sollen es nicht mehr betreten. Bis zum Ende werden Heiden dieses Jerusalem zertreten, aber dann entscheidet der Herr bei seiner Wiederkunft. Und da werden Fremde nicht mehr das zertreten. Das ist die Verheißung Gottes. Und es ist mir so ein Anliegen, in dieser unsicheren Zeit, in der wir leben, wird so viel von der Endzeit gesprochen. Und es wird dauernd nur von den Feinden gesprochen, aber nie vom Sieg Gottes gesprochen. Und wir dürfen dies nie aus den Augen verlieren, bei all Bedrängnissen, die da kommen mögen. Weil sonst geben wir dem Feind die Ehre. Und so wollen wir jetzt auch aufmerksam in Daniel Kapitel 9, Vers 23 hören. Als du anfingst zu beten, nämlich Daniel betet dir, um dass Gott ihm Aufschluss gibt, wie es zu verstehen ist mit diesen 70 Jahrwochen. Er ging im ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkünden. Er hat es verkünden lassen durch Gabriel, denn du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nun auf das Wort und verstehe das Gesicht. Vers 24. Über dein Volk, über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um Missetaten zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gericht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Das müssen wir mal bedenken, was hier ausgesagt wird. Das ist die Wiedergeburt, wo die Erlösung geschieht. Und zwar in der heiligen Stadt über sein Volk. Nämlich über der Übertretung ein Ende. Des Weitersündigen. Sünde abgetan. Missetat zu sühnen, also Vergebung der Sünden. Eine ewige Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, wird herbeigeführt. Das ist Wiedergeburt. Und da wird Gesicht und Weissagung versiegelt. Das heißt, alles geht in Erfüllung. Und da wird ein Allerheiligstes gesalbt. Und meine Lieben, das ist die Gemeinde. Das ist nicht ein neuer Tempel, sondern das ist eben die Gemeinde, die der Tempel Gottes ist. Hören wir Jesus, wir kennen
den ersten Tempel Salomo, wir kennen den zweiten Tempel nach der Rückführung aus dem babylonischen Gefangenschaft, ausgebaut dann durch Herodes. Er wurde im Jahr 70 zerstört. Aber Jesus spricht dann, reißt diesen Tempel nieder, in 3 Tagen werde ich ihn aufbauen, und er meint seinen Leib. Und wir sind Glieder an seinem Leib. Und daher sagt der Korintherbrief, dass wir ein Tempel des Geistes Gottes sind. Dass der Geist Gottes nun, wir sind in Christus als Glieder der Tempel, der errichtet wird, wo Gott angebetet wird in Wahrheit und Gerechtigkeit, und zwar in Erlösung. Und daher gibt es bei diesem Tempel keine Schlachtopfer mehr, sondern Anbetung. Schlagen wir vielleicht kurz auf Offenbarung Kapitel 11 auf. Genau das tritt da ein. Offenbarung Kapitel 11, Vers 1. Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Nicht opfern, anbeten. Und übrigens, über Tempel ist Naos Rede, wie auch wir als im Korintherbrief ein Tempel Gottes sind, auch Naos. Und was noch so wichtig ist, der Altar ist der Altar, wo das Räucherwerk dargebracht wird, nämlich im Tempel vor dem Angesicht Gottes. Die Gebete der Heiligen, sagt die Offenbarung. Dieser Tempel wird da im Kapitel 11 errichtet. Das ist die Gemeinde hier gemeint. Die wird da errichtet, wo Gott angebetet wird vor diesem Räucheraltar durch die Gemeinde. Und wer sind dann die 2 Zeugen? Die sind diese Gemeinde. Nämlich das dazwischen die anderen. Vers 2 ist dann den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, also was außerhalb der Gemeinde ist, also wo nicht Wiedergeburt ist, da hat er das Unheil. Lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden Völkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Nur 3,5 Jahre. Begrenzt. Aber dann wird Gott auch da einen Schlussstrich ziehen und die Heiden richten. Sie haben nur befristete Zeit. Aber Vers 3, und ich will meine 2 Zeugen geben, dass sie weissagen werden 1260 Tage, das sind wieder 3,5 Jahre, bekleidet mit Sacktuch, das heißt im Haltung der Buße. Das sind Wiedergeborene. Und auch da ist wieder so ungewohnt. Aber ich möchte euch auch einladen, weil so oft von Juda und Jerusalem geredet ist, sind diese 2 Zeugen, dieses Wiedergeborene in Jerusalem Gemeinde, diese Zeugen, die mit größter Vollmacht das Evangelium verkünden und die Menschen zur Buße führen. Das möchte ich hier einmal ankündigen, andeuten. Aber gehen wir hinüber, wenn also vor der Entrückung Jesus Christus besorgt, dass in Jerusalem nochmals eine Erweckung geschieht. Die Gemeinde entsteht. Da werden dann die aus Jerusalem, auch aus Israel, wieder Zugang zu dem, was eben vorgesehen war, wie Römerbrief sagt. Eine Zeit lang sind dann die Heiden, angefangen hat es in Jerusalem mit Pfingsten, dann eine Zeit der Heiden, aber es wird wieder in Jerusalem nochmals diese Erweckung sein. Und das ist jetzt das Gewaltige, dann kann die Entrückung nicht vorher sein, sondern erst, wenn
in Jerusalem die Erweckung geschehen ist, die ja auch zur Gemeinde gehört. Weil, erinnern wir uns, nämlich Römer Kapitel 11, Vers 25, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, am Schluss dann, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Das ist eben die Wiedergeburt, wenn die Gottlosigkeit abgewendet wird. Für die Ungläubigen kommt Jesus Christus als Richter. Wer nicht wiedergeboren ist, erlebt ihn als Richter. Daher muss dieses Israel in die Errettung gekommen, weil sie die Gottlosigkeit abgewendet wird. Das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Das ist, was Gott ankündigt. Er wird die Sünden wegnehmen von Israel. Und das ist jetzt das Gewaltige. Wir hören das, wenn wir nochmal zusammenfassen, bei Joel sehen, da ist sowohl das Pfingstereignis als auch das letzte Erweckungsereignis von Jerusalem, wo es zur Wiedergeburt in einem vereint, Joel Kapitel 3. Und nach diesem wird es geschehen, und Petrus hat das zitiert, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Nämlich, da spricht er zu Israel. Eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und jetzt kommt das Gericht, diese Erschütterung. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden. Versteht mich richtig, bevor dieses Israel, Jerusalem, diese Erweckung geschieht, ist eine immense Bedrängnis. Da werden wirklich große Feinde kommen und das belagern. Feuer und Blut und Rauchsäulen. Und die Sonne soll verfinstert werden und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein. Es wird immer so betont. Dort wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Es ist eine Verheißung. Und bei den Übriggebliebenen, die der Herr beruft, also die auch noch zum Glauben hier kommen werden, wird dann Rettung sein. Und es wird so sein, dass dann viele aus Israel flüchten, die wiedergeboren sind, weil es belagert wird, in die Wüste und teilweise auch noch weiter. Und selbst das Bild von in der Offenbarung von der Frau, wie da von Israel auch die Rede, dass es Flügel bekommt, um zu fliehen, und bewahrt wird, ernährt wird, ausgerechnet wieder dreieinhalb Jahre, wo die große Wirkung des Antichristen in Jerusalem geschieht. Der wird in Jerusalem wirken, schrecklich wirken und vieles zerstören. Aber die Wiedergeborenen werden flüchten, werden fliehen. Und jetzt werden wir sehen, wenn Jesus sagt, wenn all das seht, geht nicht zurück in eure Häuser. Flieht. Viele haben immer die Vorstellung, das bezieht sich auf das Jahr 70. Nein, Jesus hat von der Endzeit geredet. Wenn das passiert, flieht und geht hinaus. Aber das Gewaltige ist, wir haben gehört, in Zion und Jerusalem wird Errettung sein. Und meine Lieben, beten wir auch darum. Und bleiben wir auch im Vertrauen und im Glauben. Und nochmal, nicht der Antichrist wird siegen.
sondern Jesus Christus wird richten. Und da in diesem Tal, wo da die dann versammelt werden zum Gericht, da kommt es nicht wirklich zu einer Schlacht, sondern einfach ein Gericht durch Jesus Christus. Es werden zwar viele Tote dort sein, aber in einem Augenblick. Durch Menschenhand. Aber nicht durch Menschenhand. Versteht? Wir sollen auch uns nicht immer das so als Kriegsvorgänge, die alle wollen Krieg haben. Es wird nämlich das große, wiedererweckte Assyrien, Assyro-Phönizische, sich sammeln und auch von Süden. Es ist sowohl der aus der Erde, nämlich der falsche Prophet aus der Erde, das ist der, der solche Bündnisse macht zwischen Israel und den Heiden, Verträge machen will. Und der dient aber eigentlich dem Antichristen. Das alles ist die Konstruktion des Feindes gewesen. Aber in Israel, in dieser Not, werden Menschen unter Geburtsschmerzen zur Wiedergeburt kommen. Und Christus wird als Retter offenbar werden. Und darin wollen wir jetzt hinaus vertrauen, in diesem Weitblick Gottes. Der Herr wird die Seinen sammeln. Und wir werden, wollen dort anbeten vor ihm, dem Tempel, den er errichtet, die Gemeinde, und so in der Bewahrung bleiben. Denn in diese Tempel, in diese Gemeinde kann nicht der Feind hineindringen. Denn darin ist Bewahrung durch Jesus Christus. Amen. Ja, ist das nicht herrlich? Das ist doch zum Freuen, oder? Und ich freue mich auch ganz besonders darüber, dass das ein katholischer Theologe ist, ja? Ein katholischer Bruder, der Jesus Christus gefunden hat. Auch deswegen, weil die Schwester, die mir das zugeschickt hat, und ihr Mann, die kommen auch aus dem Katholizismus und haben Jesus gefunden. Und denen gönne ich das so richtig von Herzen, ja? Dass jemand aus ihrer Riege, sage ich mal einfach, Jesus gefunden hat und dieses Thema predigt. Ja, das ist so schön, weil da Geschwisterschaft entsteht, da entsteht Bruderschaft. Da sagt man, da hat jemand was erkannt im Wort Gottes. Und der hat das nicht nur erkannt, sondern der kann das auch weitergeben und der gibt das geordnet weiter an die Geschwister dort. Und das ist einfach eine wunderschöne Sache, ja. Da entsteht Geschwisterschaft durch Gottes Wort. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet ja, dass das langsam Raum greift, ja. Dass auch andere Prediger dieses Thema aufgreifen und davon predigen. Und vielleicht ist er ja gar nicht der Einzige. Vielleicht gibt es ja auch noch andere, die jetzt anfangen, über die Wiedergeburt Jerusalems zu predigen. Und das würde ja bedeuten, dass sich was bewegt in der Christenheit, weil sich etwas bewegt in dem Wort unseres Herrn Jesus Christus. Das würde ja heißen, dass Jesus wiederkommt, ja? Dass Dinge anfangen zu laufen. Also das ist was ganz Großartiges. Und deswegen ist das so ein schöner Tag für mich heute, dass ich das heute erleben darf, am 10. Juli 2023, dass jemand das in seinen Bibelstunden öffentlich weitergibt. Ja? Und die Geschwister das offensichtlich ja auch aufnehmen können. Ja? Also das finde ich ganz großartig. Und würde mich freuen, wenn das noch mehr Raum greift. Ja, er spricht ja auch alles an, er spricht ja Daniel 9 an und er geht 2. Könige 19, er geht in die Endzeitreden Jesu rein und spricht von Johannes 3, Jesus mit Nikodemus. Und er hat das alles durchdrungen, alles verstanden. Wunderschön. Also das ist wunderschön. Das ist ein ganz besonderer Tag für mich heute. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch genauso mit mir mitfreut, wie ich mich über den Bruder freue. Auch ganz herzliche Grüße von hier aus an Bruder Johannes Ramel und auch an die liebe Schwester, die mir das zugeschickt hat. Und vielleicht gibt es ja mal eine Möglichkeit, sich zu treffen und auszutauschen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich werde mal ein bisschen noch im Internet suchen, ob ich seine Kontaktdaten finde und verlinke euch da auch noch dies und das. Und halt euch auf dem Laufenden, ja, so wie wir auch auf dem Laufenden sind in Gottes Wort, weil die Zeit rückt voran, Jesus kommt. Bei all dem Irrsinn, den wir hier erleben mittlerweile, wissen wir, dass unser Herr da ist und dass er redet zu uns durch sein Wort. Das ist mir die letzten Tage auch immer nachgegangen. Predige das Wort. Predige das Wort. Predige nicht katholische Theologie. Predige nicht evangelische Theologie. Predige nicht evangelikale Theologie. Predige das Wort Gottes.
Predige nicht das, was andere vorher gepredigt haben. Predige das Wort Gottes. Predige das Wort selbst. In diesem Wort ist Kraft und dieses Wort ist Christus. Ja, das ist das, was wir predigen. Und nichts sonst. Ja. Wunderschön. Also ich freue mich heute Abend noch so ein bisschen und wollte euch daran teilhaben lassen. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.